Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Videovlog. Heute sind wir beim Karlserlebnisdorf Rödershagen bei der Gruselnacht. Das findet nur einmal im Jahr statt, das Event, heute am 16. Oktober. Es gibt eine spezielle Lichtershow und auch so noch relativ viel Halloween-Deko im Park. Die Deko gibt es den gesamten Dezember und auch noch einen Teil November. Ich bin sehr gespannt auf das Event. Es soll sehr toll werden. Und wir werden jetzt erstmal ein paar Fahrgeschäfte fahren. Ich habe ja schon mal einen Vlog hochgeladen, den verlinke ich euch hier jetzt auch. Da könnt ihr meine genaue Meinung zu den einzelnen Fahrattraktionen sehen. Jetzt kriegt ihr nur einen kleinen Zusammenschnitt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich danach drinnen wieder zum Aufwärmen. Eine Sache, die sehr besonders ist beim Karlserlebnisdorf, sind hier die Bauernmärkte. Denn sowas findet man eigentlich in keinem anderen Freizeitpark. Einen riesigen Shop, wo man wirklich sehr viel Nahrung findet, wie besondere Marmeladen, Bonbons. Es gibt viele Manufakturen hier, was auch sehr besonders ist. Und ich finde das einfach nur krass. Außerdem ist es auch schön, sich hier einfach ein bisschen aufzuwärmen. Und natürlich werden wir jetzt erstmal schön shoppen. Denn die Marmelade sowie die Bonbons und auch die Erdbeerbrause ist wirklich sehr lecker. So, das Event hat gerade angefangen. Das heißt, jetzt sind nur noch Leute im Park, im Außenbereich, die sich auch extra ein Ticket gekauft haben oder andersweitig ans Ticket rangekommen sind. Hinter uns ist schon eine Besonderheit, und zwar die Angsthasen-Scheune. Die gibt es aber die ganze Zeit jetzt zu Halloween. Also das ist jetzt kein Extra für die Gruselnacht, sondern den ganzen Oktober. Wir werden da gleich mal reingehen. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja eine kleine Maze, könnte man das vielleicht betiteln. Ich bin sehr gespannt, wie das da drinnen aussieht. So, wir waren jetzt in der Angsthasenscheune drin. Ich muss sagen, für Kinder ganz nett gemacht. Der Aufpreis von 2 Euro für die normalen Parkbesucher ist ein bisschen viel, finde ich, für das,
was das bietet, aber ansonsten ist es eigentlich ganz nett. So hat es mir auf jeden Fall gefallen. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also es ist echt ganz süß gemacht und für Kinder gedacht. Also keine Erschrecker oder so, aber also einige Puppen, die wir da gesehen haben, waren schon ein bisschen weird. Finde ich nicht so kindergeeignet, aber trotzdem gut. Also bis jetzt kann ich sagen, der Park gefällt mir gut. Was cool ist, es laufen hier ein paar Scare-Actors rum, also ein paar Schauspieler, die sich verkleidet haben. Ist sehr cool. Und hinter uns steht schon die nächste Maze. Ist auch wieder sehr klein und wahrscheinlich auch für Kinder. Wir werden da mal reingehen. Ich bringe euch ein On-Ride mit. Ich bin sehr gespannt, wie das da drin aussieht. Ey Junge, was ist hier los, ey? Also wir waren jetzt in der zweiten Maze drin, in der Streichel-mich-Maze. Ja, es sieht von außen nicht nach viel aus und es ist auch nicht viel, aber das Monster. Es ist irgendwie cool, aber auch sehr witzig und irgendwie komisch. Ja, sehr weird. Ja, ja, richtig weird. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich war richtig schockiert, wo ich um die Ecke rumkam. Der Soundtrack ist mega cool. Aber das ist immer noch das Gleiche. Ja, aber trotzdem ist es cool. Und die Frau war so bra, bra, bra. Ja, bra. Gefällt dir in der Außenbereich in den dunklen Stunden? Ja, es ist auf jeden Fall total nett. Es sind viele Entertainer da, die echt cool sind. Und tolle Sachen machen, aber da fehlt irgendwie noch ein bisschen Beleuchtung. Ja. Also vielleicht ist man auch ein bisschen verwöhnt vom Hansapark jetzt, aber da könnten viel mehr Lichter sein. Ja, das stimmt. Also da könnten mehr Lichter sein, aber es wurden auch sehr viele Lichter angekündigt. Deswegen vielleicht kommt das ja auch noch. Es ist gerade erst 19 Uhr. Wir gehen jetzt ins Bonbonland rein, weil leider hat es angefangen zu regnen. Da waren auch Lichter draußen, die noch nicht leuchten. Das ist ein bisschen schade. Wir werden jetzt erstmal hier drinnen ein bisschen Spaß haben und dann gehen wir hoffentlich gleich wieder raus, wenn es trocken ist. Thank you.
So, wir sind jetzt mit Majas wilden Schwestern gefahren. Ich mag das immer noch nicht so sehr, weil die Bügel meiner Meinung nach immer noch ein bisschen doll schließen, aber ansonsten ist das Fahrgeschäft sehr cool und vor allem jetzt in den dunklen Stunden sieht der Park unglaublich cool aus und das Fliegen macht noch viel mehr Spaß. Wir gehen jetzt zur Treckerbahn, auch wenn hier die Hölle los ist. Ja. Also für Leute, die den Park kennen, hier ist der Eingang vom Melkturm und hier ist das Ende der Schlange von der Traktorbahn. Das ist unglaublich. Die Warteschlange ist gefühlt länger, als wenn man sich bei Kehrmann anstellt. Oh mein Gott, ey. Also, die Frage hat sich gelöst, warum hinter mir die Lichter nicht an waren. Hier hat die Lichtershow stattgefunden. Die findet alle halbe Stunde statt. Dauert 10 Minuten. Ja, ich sag mal, 8 Minuten davon sind Michael Jackson Lieder. Ich glaube, ja, 8 Stück so. Also jedes Lied eine Minute. Waren ziemlich coole dabei. Die Lichter, ja. Ja, man ist ein bisschen mehr gewöhnt von Hansapark, ist trotzdem ganz cool, die Kinder haben sich gefreut, die Erwachsenen haben ein bisschen getanzt, wir haben auch ein bisschen getanzt. Ja, ich konnte natürlich nicht alles filmen oder habe auch jetzt nicht so viel eingeblendet wegen der GEMA. Und am Ende lief noch This is Halloween von Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Sehr geil, das Lied mag ich wirklich sehr gerne. Ja. Es hat noch einen Abschluss gefehlt. Das wäre geil gewesen. Der erste und der letzte Ton zählt. Und der erste hat gezählt. Und der letzte war, wir ballern einfach This is Halloween einmal komplett durch und vorbei. Ja. Und uns erwartet jetzt noch eine Feuershow. Vielleicht haben wir jetzt noch mit dem Make Tower. Wenn ja, dann bringe ich euch noch einen On-Ride mit. Ansonsten sehen wir uns bei der Feuershow. Unser Tag in Karls Erlebnisdorf Brorshagen bei der Gruselnacht geht jetzt leider auch schon zum Ende über. Ich muss sagen, mir hat der Park in den dunklen Stunden sehr gefallen. Es sieht sehr harmonisch aus und von den Lichtern auch wirklich sehr cool. Die Scare Actors sind für mich das Highlight. Die haben Spaß bei ihrer Arbeit, die Kostüme sehen cool aus und es laufen verdammt viele Leute hier rum. Deswegen finde ich, ist der Preis von 15 Euro für Saisonkartenbesitzer auch gerechtfertigt. Aber das Drumherum hat mich ein bisschen enttäuscht. Das heißt, die beiden Maces, okay, das eine kann man nicht mal richtig als Mace bezeichnen. Das mit der, warte, streiche mich, Mace oder was das auch immer war. Es war ganz cool mal gemacht zu haben, die Kapazität war schrecklich. Ja, die Angsthasenhütte ist ganz cool, ist natürlich auch nur für Kinder, hat mir aber an sich ganz gut gefallen. Man muss aber sagen, der Park kann nicht so viele Menschen fassen, wie gerade hier sind. Es ist unglaublich. Also bei der Treckerbahn ist immer noch die Hölle los, obwohl gerade die Feuershow ist. Die Feuershow ist sehr cool, auch wenn man eigentlich gar nichts sieht. Aber da ist auch die Hölle los, ja. Das Fegefeuer. Man sieht einfach nichts, weil da so viele Menschen sind. Die Sache ist, dass Karls hat hier eine riesige Fläche, eine Erweiterungsfläche. Da hätte man die Show hinbauen können, wo auch mehr Leute denn
sitzen könnten, aber da sieht man einfach gar nichts und das ist sehr schade, weil die Show ist wirklich cool, die Leute, die drei Mädels, die jetzt gemacht haben, haben sehr viel Talent und das sieht sehr cool aus, auch von der Musik ist das wirklich sehr gut. Ja, was ich noch sagen will, ist, der Park sollte das Event vielleicht auf ein Wochenende aufteilen, also Freitag, Samstag, Sonntag und nicht nur ein Tag, vielleicht wären dann auch weniger Leute hier, weil dafür ist es einfach zu voll. Ja, also ich kann dem nur zustimmen, es ist echt schade, es ist so überfüllt, es macht das echt ein bisschen kaputt. Also sich über eine halbe Stunde an eine Triggerbahn anzustellen, ist es leider einfach dann nicht wert. Das ist ein bisschen schade, weil das wirklich schön gemacht ist und alles nett aussieht und auch die 15 Euro dafür komplett gerechtfertigt sind. Aber diese Fülle an Menschen, wie Joa schon sagte, also der Park ist einfach zu voll. Ja, also einige Wege sind nicht mehr begehbar. Hier geht das noch. Hier ist ein großer Platz, aber andere Wege sind nur 3 Meter breit und es ist schlimmer als auf dem Flohmarkt. Ja. Man kommt einfach nicht mehr voran und das ist unglaublich. Also ist ein bisschen schade. Das Event ist super cool, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Ich finde, eine große Maze wäre angebracht. Auf der Erweiterungsfläche hätte man das super machen können. Ja. Und es sind auch super viele Erwachsene hier. Also ich finde, man könnte doch auch ein bisschen die noch mehr mit einspeisen. Also das Kindermilieu hier ist total eingespannt, aber ein bisschen was für die Erwachsenen noch reinzubringen. Man sieht total viele auch junge Erwachsene hier rumrennen. Und für die ist es halt dann einfach ein bisschen weniger ansprechend. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir immer gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid, ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Mann, du gehst mir auf den Sack, Alter.